Samstag in der deutschen Eishockeyliga. Die Krefeld-Pinguine empfangen die Iserlohn Roosters. Und es soll nicht weniger sein als der erste Saisonsieg für Brandon Reed und seine Mannschaft. Denn das ist den Spielern der Krefeld-Pinguine bisher noch nicht gelungen. Und sie haben sich was vorgenommen in diesem Spiel. Es ging furios los. Es dauerte nicht lange. Dann konnten die Zuschauer, die 4000 Zuschauer im Krefelder Königpalast zum ersten Mal jubeln. Und zwar dauerte es so 50 Sekunden. Da klingelte es zum ersten Mal. Jakob Berglund mit der Führung für die Krefeld-Pinguine auf Vorarbeit von Jordan Caron und Garrett Noonan. Und dann mal die Frage, wie antworten die Roosters darauf, die ja auch aus einem durchwachsenen ersten DEL-Wochenende kamen und sich was vorgenommen haben. Das war die Antwort der Roosters. Christopher Fischer mit dem Ausgleich in einer Situation, die mehrmals in diesem Spiel vorkam. Da hat er viel Platz vor dem Tor. Iserlohn spielt den Konter clever aus und dann lässt sich auch ein Verteidiger so eine Chance nicht entgehen. Ausgleich in der 5. Minute. Das war es aber noch nicht. Die Roosters zeigten, dass sie die clevere Mannschaft in diesem Spiel sind. Hatten die nächste Möglichkeit durch Marco Friedrich, der wunderbar freigespielt wurde von John Matsumoto. Hier nochmal eine ähnliche Situation wie beim Ausgleichstreffer. Friedrich dann ganz frei vor Patrick Klein und dann stand es 2-1. Rob Daum sehr zufrieden, auch wenn man es ihm nicht ansieht. So ging es dann in die dritte Pause. Und das zweite Drittel, das sollte einiges zu bieten haben, dieses Spiel hier in Krefeld. Zunächst einmal aber Iserlohn wieder. Ein abgefälschter Schuss und das 3-1. Smotherman dreht ab, Torschütze aber Camara zum 3-1 für die Iserlohn Roosters. Lange dauerte es aber nicht, bis die Krefelder Pinguine Reaktion zeigten. Es dauerte nämlich genau 15 Sekunden, bis ein Mann ein Tor schoss, der letztes Jahr noch im Trikot der Iserlohner war. Chad Costello mit dem 2-3. Wunderbar vorm Tor da sein Gegenspieler ausgespielt und dann mit der Rückhand verwandelt zum Anschlusstreffer für die Krefeld-Pinguine. Weiter ging es im zweiten Drittel mit den Iserlohnern. Hier wird das Eis sehr schnell überbrückt. Evan Schwab sieht in der Mitte Kevin Schmidt und er macht das 4-2. Ein schneller Angriff, super gespielt von Iserlohn. Hier auf Evan Trapp, der sieht dann, dass der Verteidiger Kevin Schmidt in der Mitte mitläuft. Und er trifft gerne gegen Krefeld, letztes Jahr in 3 Spielen und heute schon wieder. 4-2 für die Roosters. Dann diese Szene, Ohrendorz mit einem Check gegen den Kopf von Tim Miller. Der musste verletzt raus. Ohrendorz bekam Spieldauer, Disziplinarstrafe und Krefeld bekam eine 5-minütige Überzahl. Und die sollten sie nutzen. Bisher in der Saison noch ohne Überzahltor und dann ist es Jordan Caron, der hier den nächsten Treffer erzielt zum 3-4 auf Vorlage von Berglund und Brugisser. Das war es aber noch nicht mit der Überzahl. Weiter geht's mit 5-4. Krefeld nochmal am Drücker. Nur 1:09 später. Der Ausgleich für die Pinguine. Es ist Kirill Karbanov auf Vorarbeit von Costello. Wunderbar freigespielt und dann verwandelt Karbanov zum 4-4. So ging es dann in die dritte Pause. Diesmal ein bisschen mehr Gesprächsbedarf bei Rob Daum und Jamie Bartman. Aber unzufrieden konnte er nicht sein mit der Leistung seiner Roosters. Letztes Drittel. Iserlohn mal wieder dran. Was machen die Sauerländer? Sie gehen in Führung. Evan Trapp ist es. Und wieder sehr viel Platz vor dem Tor für den Torschützen der Roosters. Wird schön freigespielt. Und dann verlädt er den Krefelder Torhüter Patrick Klein, der heute zum ersten Mal von Anfang an im Tor stand. Und die Roosters wieder in Führung nach 42 Minuten. Die große Frage war jetzt, können die Pinguine erneut diesen Rückstand ausgleichen? Sie haben es schon bewiesen in diesem Spiel, haben schon Moral bewiesen. Und auch diesmal hat es geklappt. Auf einmal der Puck im Netz. Auf kuriose Art und Weise war der Ausgleich da. Jakob Berglund in der 55. Minute. Und es war tatsächlich ein bisschen unglücklich für Iserlohns Torhüter Matthias Lange. Das bedeutete Overtime. Wer holt sich hier den Zusatzpunkt? Wer entscheidet das Spiel für sich? Zunächst einmal Iserlohn mit einer Chance für John Matsumoto mit dem Neuzugang aus München.
bleibt hier aber in der Krefelder Abwehr hängen. Und dann geht es natürlich schnell bei 3 gegen 3 in der Overtime. Jakob Berglund treibt die Scheibe nach vorne. Er hat den Ausgleich gemacht. Und nicht nur das, er macht hier auch das entscheidende Tor zum Sieg für die Krefeld-Pinguine. Der Overtime-Sieg 6:5 durch Berglund, das macht natürlich glücklich. Yeah, it feels great. I think we've been playing, except for Ingolstadt, we played a good game at the first game at home here, and I thought we deserved a win there. So it's good to get a win here tonight, even though it's not 3 points, but I mean we'll take it. Wir haben hier eine 2 Tore Führung. Das musst du nach Hause bringen. Wir haben bisher in jedem Spiel eine 5-3 Unterzahl gegen uns zugelassen. Das darf uns nicht passieren. Krefeld nutzt es aus, schießen 2 Tore, kommen ran. Wir gehen wieder in Führung im dritten Drittel. Kriegen wir den Ausgleich und ja, jetzt bei 3-3, da ist alles möglich. Da können wir uns keinen Vorwurf machen, aber wir müssen das in den ersten 60 Minuten entscheiden, das Spiel, und ja, da gibt es keine Entschuldigung. Marco Friedrich das Spiel zusammen. Die Krefeld-Pinguine beweisen große Moral, kommen aus Rückständen zurück und besiegen die Iserlohn Roosters in Overtime mit 6:5.